Klar, der Biathlonsport liegt hinter mir. Ich habe erst einmal war ich viel unterwegs. Ich war beim Klettern, ich war beim Radlfahren, so beim Sporteln die Sachen gemacht, die mir einfach viel Spaß machen. Habe dann schon gemerkt, okay, da ist eine gewisse Verbundenheit einfach zum Biathlonsport da. Habe dann mit der Trainerausbildung B angefangen. Dadurch wieder so ein bisschen zurückgekommen quasi zum Biathlon. Aktuell studiere ich aber Sportwissenschaft in München, weil es mich einfach interessiert, was steckt dahinter, was sind so eigentlich die Hintergründe, die wissenschaftlichen Grundlagen von dem, was ich da tagtäglich so betrieben habe. Habe da ganz große Leidenschaft einfach für den Sport und ich glaube, das ist eine gute Verknüpfung. Es war ganz lustig, weil eigentlich ist das so zustande gekommen, da ist ein Skiausfahrt, also eine Art Skilager ist da angepriesen worden und ja, fahrt ihr da auch mit hin? Und ich so, nein, also leider fahre ich da jetzt nicht mit hier vor Weihnachten, noch im Dezember Skifahren. Habe ich mir gedacht, nein, also das mache ich jetzt nicht mit. Ja, und warum nicht? Und ob ich denn nicht aus Österreich komme, sage ich, nein, komme ich auch nicht an die Grenze. Ja, und ob ich Skifahren kann und so, sage ich, ja, schon. Und ob ich Sport mache und das professionell, sage ich, ja, habe ich halt mal. Ja, und ob ich sogar mal eine Medaille gewonnen habe, sage ich, ja, ich war jetzt nicht so schlecht, aber passt schon. Und ich glaube, der Kollege hat erst einmal dann meinen Namen gegoogelt und die Freundin neben mir hat sich erst mal, ja, wirklich zerrissen.